when I see. Hallo, Maha-Achs, du wolltest doch nach Hause gehen. Aber wenn du willst, dann kannst du auch bei mir und Bruno pupen. Wir haben immer einen Platz für dich frei. Komm. Was ist denn mit deinem Zimmer? Haben sich rausgeschmissen. So, Freunde, wir wissen, draußen ist es saukalt. Wir wollen probieren, euch von drinnen ein bisschen einzuheizen. Wir haben einen brandneuen Spitzenreiter. Schnallt euch an und schließt die Augen. Hier kommt die Sensation der Woche. Und ihr Name ist Das andere Leben. Achtung, Tommy. Gesungen von Tina Beck, Musik und Text von Detlef Markowski. Und damit sagt Tom Daddeldu, tschüss für heute, bleibt sauber und gesund und wir hören voneinander. Sag mal, bist du bescheuert? Du hast schon mehr als die Hälfte von der Wurst gefressen, hast du. Komm, Finger weg, Mann. Seid doch mal still. Komm bitte los, stell das Scheißding ab! Das ist mein Lied. Das hab ich geschrieben! Ja, ja. Hey! Vielleicht war er schon vorher tot. Er hatte ein paar massive Kopfverletzungen. Wo habt ihr ihn genau rausgeholt? Kollegen von der Wasserschutz bei dem Kran da unten. Aha, also ertrunken kann er nicht sein bei dem Eis. Wo kann ich ihn untersuchen? Das können wir sonst vor uns im Rettungswagen machen. Nee, das ist mir zu kalt. Ja, dann gehen wir ins Abbruchhaus rein. Ja, okay, gut. Ja, könnt ihr noch irgendwas tun? Nee, vielen Dank, du. Hat sich erledigt, sobald ich kann abfahren. Du. Ja, fahren wir wieder. Alles klar, tschüss. Morgen, Herr Stöber. Morgen. Die Leiche haben sie ins Haus gebracht. Das war hier draußen einfach zu kalt. Ach so.
Eine Wasserleiche wird es ja wohl nicht sein. Ist ja alles voller Eis. Bleibt sie wenigstens frisch. Sehr witzig. Moin. Moin. Morgen. 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 Das ist Max Zeller. Also er hatte keinen Ausweis dabei. Brauche ich keinen Ausweis, ich weiß, wer das ist. Weißt du, wer das ist? Ja, das ist Max Zeller. Ein wunderbarer Musiker, toller Saxophonist. Woher weißt denn du das? Wenn wir uns wohl bei den Pennern umsehen müssen, was? Was willst du damit sagen? Dass der bei den Pennern gelandet ist? Dass der auf der Platte gelandet ist? So, ihr könnt ihn raustragen. Ja, hier ist Brockmüller. Krieg doch mal raus, wo ein gewisser Max Zeller zuletzt wohnhaft war. Ja? Das mit den Pennern überlasse ich dir. Ich weiß was Besseres. Ich auch. Fat Man's Corner. Du hast ja Ahnung. Ich glaube kaum, dass du so oft da gewesen bist wie ich. Aber weiß nicht, ob ich schon rollen kann. Schritt bestimmt noch. Ach, versuchen Sie es einfach mal. Wenn er böse wird, bestellen Sie ihm schönen Gruß von Paul Stöber. Und von Peter Brockmüller. Ich weiß gar nicht, wieso ich mich an dich nicht erinnern kann, wenn du so oft hier warst. Ich hätte damals wohl noch ein paar Haare mehr. Du wahrscheinlich auch. Ich hatte noch nie mehr Haare. Muss man meinen Arzt fragen, wieso ich mich an die Pinte nicht erinnern kann. Hier war ich jung, voller Saft und Kraft. Schau mal her hier, weißt du noch? Eins, drei. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab gedacht, ihr beide seid ausgewandert oder schon tot. Grüß dich. Du, alter Schwede, sag mal, du warst doch mal ganz schwarz. Wieso hast du dich blond färben lassen? Ja, seit du die Tonsur trägst, ne, habe ich das gemacht. Ne? War sonst gut drauf? Na ja, der Laden ist schon mal besser gelaufen. Aber ist kein Wunder. Die alten Jazzfans, die sterben allmählich aus. Ne? Wenn du eins trinken willst, sag mir nur Bescheid. Ja, und wie geht's euch denn so? Wir haben heute Morgen Max Zeller tot aus dem Hafenbecken geholt. Scheint dich ja nicht besonders zu überraschen. Nee, nicht besonders. Das letzte Mal, dass er hier war, war er sturzbesoffen, abgerissen wie ein Penner. Und als ich ihm gesagt habe, er soll nach Hause gehen, hat er gesagt, hat kein Zuhause mehr. Wie eine kaputte Platte. Ich hab kein Zuhause mehr. Ist er denn auch nicht mehr aufgetreten? Nö, das schon ziemlich lange nicht mehr. Na, sie haben alle mal ihre Krise. Aber der Max ist nie wieder rausgekommen. Und als ihm seine Freundin noch also dann durchgegangen ist, ja, da war er völlig fertig. Wie heißt denn die Freundin? Tina Beck, ist eine Sängerin, begabtes Mädchen. Hab sie hier im Programm mit der Richards-Kombo in diesem Monat. Kann es sein, dass irgendjemand mit ihm eine Rechnung offen hatte? Drogen oder so? Nö. Auf krumme Sachen ist der Max nie eingegangen. Nee. Der wäre nicht der Erste aus der Branche, der schlicht und einfach unter die Räder kommt. Bisschen gestern Abend gefeiert. Ne? Ich meine, ich hatte auch einen Grund dazu. Ja, das hattest du. Aber mit dem Saufen ist jetzt Schluss. Ab sofort. Hast du verstanden?
Ja. Ich komme ja nicht alle Tage auf Platz 1 der Hitliste. Deine Chancen sind vielleicht besser, als du glaubst. Ich habe mir die Sache überlegt, Detlef. Wenn dieser Song so gut ankommt, dann hat vielleicht auch das ganze Musical eine Chance. Was? Das andere Leben? Sag bloß, du willst das produzieren. Ich habe heute Morgen den ersten Geldgeber dafür interessiert. Aber natürlich will der Mann nicht nur den Titelsong hören. Ich habe ihm gesagt, dass du die Partitur schon weitgehend ausgearbeitet hast. Und dass wir ihm sehr bald weitere Nummern vorführen können. Das heißt aber, dass du Tag und Nacht arbeiten musst. Ich hänge mich da mit jedem Pfennig rein, den ich habe, verstehst du? Und ich habe keine Lust, pleite zu gehen, nur weil du ausflippst. Also keine Besäufnisse mehr. Keine Zockerbuden, gar nichts. Nur noch dieses Musical. Schaffst du das, Detlef? Klar schaffe ich das. Und wie ist es zu dem Brand gekommen? Die Feuerwehr hat gesagt, wahrscheinlich war es ein Zigarettenstummel. Der Aschenbecher ist in den Papierkorb geleert worden und der Papierkorb hat dann die Vorhänge in Brand gesetzt. Was hat der Herr Zeller dazu gesagt? Ja, er hat gesagt, er hätte nicht geraucht, bevor er das Haus verlassen hat. Er ist an dem Abend noch weggegangen und erst sehr spät in der Nacht wiedergekommen. War er betrunken? Ja. War er auch betrunken, bevor er weggegangen ist? Das weiß ich nicht, vielleicht. Als er nach Hause kam, hat er gesagt, jemand anders hätte den Brand gelegt. Ich weiß nicht, wen er gemeint hat. Er hat nur gesagt, er würde für alles aufkommen. Und seitdem habe ich ihn nicht wiedergesehen. Wann war das? Oh, heute vor 6 Wochen. Haben Sie eine Ahnung, wo er seitdem gewohnt haben könnte? Vielleicht bei einem anderen Musiker. Und dann hat er irgendwo in Hamburg noch einen Verwandten, einen Neffen, der ihn auch ab und zu besucht hat. Er hat nicht viel von dem gehalten. Das war so ein Mann, so um die Ende 20. Nicht sehr sympathisch. Mundstück vom Saxophon. Logo, das ist ja auch ein Pferd. Guten Tag allerseits. Wir sind von der Kriminalpolizei. Wo geht der auch auf? Wir wollen gerne wissen, ob einer von Ihnen einen Max Zeller kennt. Warum? Hat er etwa im Lotto gewonnen? Nee, aber er ist tot. Was? So ein Pech aber auch. Das tut uns aber leid. Der arme Max. Ach, Sie kannten ihn? Nee. Hab ich erst gesagt? Wenn du glaubst, du kannst uns verarschen, ziehen wir dich aus dem Verkehr. Habt ihr das gehört? Der will hier einen dicken Macher machen. Ja, wollt ihr uns was keine Panik! Ich nur wissen, ob einer von Ihnen einen Max Zeller kennt. Nee. Die Aktion bringt nichts. Was ist denn los mit dir? Guck dir die Leute an. Du glaubst doch nicht, dass ein Genie wie Max Zeller sich mit diesen Pennern einlässt. Kommst du doch schneller her, als du denkst. Es stinkt. Ich muss kotzen. Ich muss an die frische Luft. Mach hier weiter, ich kümmere mich dann um den Neffen. Also noch mal von vorne. Sie kannten doch Max Zeller, ne? Na. Mist. Ich bin nicht da. Achim. Hallo? Guten Tag, mein Name ist Stöber. Ich möchte Achim Zeller sprechen. Ja, der ist nicht zu Hause. Darf ich reinkommen? Sind Sie von der Sofortfinanz? Nee, ich bin von der Sofortpolizei. Polizei? Was wollen Sie? Sie kennen doch sicher den Onkel von Ihrem Mann. Achim ist nicht mein Mann. Wir leben bloß zusammen. Aber seinen Onkel kenne ich ja.
Sehr süß. Junge oder Mädchen? Junge. Kleinen Moment. Was ist denn? Nicht aufs Eis. Da hinten kommt ein Eisbrecher. Das hält nie. Sagen Sie ihm das. Wie heißen Sie? Inge Kowalek. Frau Kowalek, wir spielen hier nicht Räuber und Gendarm. Sagen Sie Ihrem Lebensgefährten, dass er sich umgehend bei mir melden soll. Sonst muss ich ihn zur Fahndung ausschreiben lassen. Und das ist unangenehm. Aber warum? Was hat er denn getan? Ich will nur mit ihm sprechen. Der Onkel von Ihrem Lebensgefährten ist tot. Wussten Sie das noch nicht? Ja. Schnuckelchen. Suchen Sie was? Na klar. Such eine Platte. Hast du das andere Leben schon mal gehört? Das ist unser Platz 1 der Woche. Sie stehen direkt davor. Ah. Leider nichts wie her damit. Die kostet aber 12,99 Mark. Ist mit inbegriffen? Ey, ein Pfennig und 7 Mark krieg ich aber zurück. Die Jungs sind noch nicht da. Der Laden ist noch dicht. Dann geht zum Bühneneingang. Ich komme gleich nach. Ich suche mir doch einen Parkplatz. Entschuldigen Sie, sind Sie die Sängerin Tina Beck? Nicht so hastig. Ich soll den schönen Gruß bestellen von Max Zeller. Max ist nämlich ein Freund von mir. Und jetzt haben wir rausgekriegt, dass Sie ihn beklaut haben. Sie und Ihr Freund Markowski. Den Schlager, mit dem er gerade das große Geld macht, den hat Max geschrieben. Habe ich recht? Sind Sie wahnsinnig? Gehen Sie. Langsam. Geh ja schon. Aber erstmal rückst du ein bisschen Bargeld raus. Ist das klar? Gehen Sie. Oder ich rufe die Polizei. Das glaube ich nicht. Oder willst du, dass die ganze Sache auffliegt? Hey, lass sie los, du. Ich breche dir sämtliche Knochen. Friedlich, Mister. Halt immer ganz friedlich bleiben. Verschwinde, du Penner. Was wollte der denn von dir? Er hat mich bedroht. Keine Sau. Soll ich spielen mir das Lied vom Tod sein? Das ist ja fürchterlich. Was willst du denn noch? Na, dich besuchen? Was hast du denn gedacht? Sag mal, das ist nämlich deine alte Mundharmonika. Du hast dir doch eine neue gekauft, du Heimlichtuer, was? Klingt gut. Bin beeindruckt. Was willst du noch? Ein Bier. Bier. Der Neffe hat Dreck am Stecken. Als er mich gesehen hat, hat er sich sofort abgeseilt. Der hat Schulden wie Major. Vielleicht hatte sein Onkel Max was zu vererben. Oder der hat ihn beklaut. Und dann die Wohnung angezündet, damit keiner merken sollte, dass was fehlt. Paul, der Zeller ist ganz einfach abgestürzt. Der hat seine Wohnung selbst angesteckt, im Suff. Und dann hat er mit ein paar Pennern bei einer ganz normalen Prügelei einen Rest gekriegt. Warum willst du das nicht glauben? Ja, warum will ich das nicht glauben? Was haben die Penner dir denn erzählt? Die Mauern. Die haben wahrscheinlich Angst. Na ja. Morgen gehen wir wieder schön auf Streife. Wenn du dein Bier getrunken hast, gehe ich schlafen. Oh, schade. Wenn ich mein Bier getrunken habe, dann trinke ich noch ein Bier.
4 an 7, bitte. 4 an 7. Achtung, 4 an 7. 4 an 7. Planet Productions, guten Tag. Schönen guten Tag, ich möchte an Planet sprechen. Wer spricht da bitte? Ich bin ein Freund von Max Zeller. Sagen Sie, Planet ist sehr dringend. Ich muss ihm was von Max Zeller ausrichten. Einen Augenblick bitte. Herr Planet, Herr Planet. Ich bin ein Freund von Max Zeller. Von Max Zeller, dem Musiker, den kennen Sie doch. Ich kannte ihn. Max Zeller ist tot. Ja, richtig, aber ich bin ein Freund von ihm. Und was sollen Sie mir von ihm ausrichten? Kann ich Ihnen am Telefon nicht sagen. Wir müssen uns retten. Es geht um eine Platte, die Sie rausgebracht haben. Das andere Leben. Gut. Und dann? Dann hat er Ihnen nicht mehr aus dem Schlamassel helfen wollen? Und dann haben Sie sich was anderes ausgedacht, um an sein Geld zu kommen. Ich habe ihn doch nicht umgebracht. Sonst wäre ich doch nicht freiwillig zu Ihnen gekommen. Den Schatz verstehe ich nicht. Sie wussten doch, dass ich Sie suche. Was heißt freiwillig? Ihr Onkel hat keine weiteren Verwandten, ne? Nee, aber das habe ich Ihnen doch schon alles erzählt. Das macht nichts. Dann erzählen Sie es eben noch mal. Sie sind also der Alleinerbe. Wie war das? Erzählen Sie mal, als das letzte Mal bei Ihnen war, um zu übernachten. Immer schön der Reihe nach. Ich will jetzt mal 10 Minuten nicht gestört werden. Danke. Ich will jetzt mal 10 Minuten nicht gestört werden. Danke. Also komm. Ja, ich habe viel Scheiße gebaut. Interessiert mich nicht. Ich habe einen Arsch voller Schulden. Interessiert mich nicht. Ja, mehr habe ich nicht zu sagen. Na, was ist? Ich habe die Informationen von der Bank. Max Zellers Konto war leer, der Mann war pleite, total. Aber vor einem Jahr hat er von einem Geldverleiher ein Darlehen bekommen, 50.000 Mark und kurz danach etwas über 20.000 Mark von der GEMA. Das ist dieser Verein, der... Gesellschaft für musikalische Aufführungsrechte. Genau. Nur, im Juli war die Bank nicht mehr in der Lage, die Tilgungsrate für das Darlehen zu überweisen. Mangels Masse. Und dann war Sense, ne? Richtig. Paul, kommst du mal? Scheiße. Was haben wir? Jetzt reicht's aber, ja. Okay. Kommen wir zur Sache. Wenn das rauskommt, sieht es aber alt aus. Müssen wir das hier besprechen? Die Leute könnten ja glauben, der hat das gewusst, dass der Schlager geklaut ist. Urheberrecht, nicht wahr? Da hat es ja schon Prozesse um 10 Millionen gegeben. Wann hat Max Zeller Ihnen gesagt, dass er dieses Lied geschrieben hätte? Na, wie es im Radio gekommen ist. Das hat er gerade angefangen. Da hat er schon gesagt, das ist von mir. Es war also am Tag seines Todes. Wieso? Was soll denn? Waren Sie dabei, als er totgeschlagen wurde? Sie wollen mir wohl was anhängen. Nee, nee. Nicht mit mir. Nicht mit Fellgiebel. Majestat. Ich kann auch anders. Und das wird ein bisschen teurer für Sie. Bleiben Sie. Ich bin noch nicht fertig. Sie haben Max Zeller offensichtlich nicht sehr gut gekannt, Herr Fellgiebel. Er hat hin und wieder aufgeschnitten, und zwar gewaltig. Ich kann verstehen, dass Sie ihm auf den Leim gegangen sind. Aber machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Es kann gar keinen Zweifel daran geben, dass dieses Lied von Herrn Markowski geschrieben wurde. Hier. Kaufen Sie sich was Anständiges zu essen. Oder meinetwegen auch zu trinken. Aber versuchen Sie das nicht nochmal. Sonst wandern Sie in den Knast. Wegen versuchter Erpressung. Und wer weiß, wegen was sonst noch.
Wohin willst du? Einkaufen. Ja, ich arbeite wie ein Pferd, aber auch ich muss mal hin und wieder was essen. Ist dir klar, dass ich für dieses Musical 15 Millionen Mark aufs Spiel setze? Ja, natürlich ist mir das klar. Ich habe eine Frage an dich, die du mir ohne Wenn und Aber beantworten wirst. Und versuch nicht, mich zu belügen, es sei denn, du willst, dass wir beide den Bach runtergehen. Sag mal, was soll denn das? Ich hab dich noch nie angelogen. Wie soll das Stück denn heißen? Das andere Leben. Schöner Titel. Es tut mir leid, aber ich muss gleich wieder raus. Ja, natürlich. Schade. Eine Minute. Wir haben noch ein paar andere Fragen. Es geht um Max Zeller. Eine schlimme Sache. Sie werden es ja in den Zeitungen gelesen haben. Man hat ihn regelrecht totgeprügelt und dann aufs Eis geschmissen. Wann haben Sie sich von ihm getrennt? Im August. Es war nicht mehr auszuhalten. Er hat nur noch getrunken. Schon bevor Sie sich von ihm getrennt haben? Was ändert das? Haben Sie ihn noch mal gesehen, nachdem seine Wohnung ausgebrannt war, Frau Beck? Hatte er irgendwelche Wertgegenstände in der Wohnung? Eine Sammlung oder was Besonderes? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es tut mir leid, aber jetzt muss ich raus. Gastmark, Sie wissen ja, worum es geht. Ach, und deswegen müssen Sie mich in meiner Wohnung belästigen. Ja, ich muss Sie um Verständnis bitten, Herr Gerstenberg, aber manchmal müssen wir an allen Ecken und Enden kratzen. Dabei gehen wir den Leuten schon mal aufs Gemüt. Ja, das scheint mir auch so. Gut, machen wir es kurz. Was hatten Sie mit Max Zeller zu tun? Nichts. Was sollte ich mit diesem Mann zu tun haben? Immerhin haben Sie ihm die Freundin ausgespannt. Hören Sie, ich weiß nicht, was Sie zu dieser Wortwahl veranlasst. Das ist nicht mein Niveau. Vielleicht sagen Sie uns einfach, wie es dazu kam. Gern, wenn ich damit Ihren Horizont erweitern kann. Es passiert schon mal, dass eine Frau wie Tina Beck sich für einen anderen Mann entscheidet. Verstehen Sie? Nö. Hast du, Herrn Gerstenberg, verstanden? Ja, habe ich. Ach. Ich habe aber trotzdem noch eine Frage. Sie haben nicht zufälligerweise mal Herrn Zeller Geld geliehen und ihn dann unter Druck gesetzt, weil er nicht pünktlich zurückgezahlt hat? Verehrter Herr. Mein Geschäft besteht in der Finanzierung von Großprojekten. Ich bin kein Geldverleiher und schon gar nicht für verkrachte Existenzen. Wenn Sie herausfinden wollen, warum Herr Zeller in der Gosse gelandet ist, dann sollten Sie sich besser mit dem Charakter dieses Pseudokünstlers beschäftigen. Wieso Pseudo? Ja, ein lebensuntüchtiger Pseudokünstler. Wenn ich Musikanten wie Herrn Zeller Geld leihen wollte, dann würde ich besser auf der Stelle Konkurs anmelden. Wie sind Sie hier reingekommen? Durch die Tür. Wieso war die Türe nicht abgeschlossen? Wäre ich denn hier? Verschwinden Sie. Auf der Stelle! Nicht so Grobmeister. Haben Sie was zu trinken? Was wollen Sie? Ich soll Ihnen nur was ausrichten. Das wird Sie interessieren. Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Also raus, Harry! Moment! Ich soll Ihnen schöne Grüße von Max Zeller sagen. Das andere Leben.
Max und ich, wir waren nämlich Freunde. Und kurz vor seinem Tod hat er mir gesagt, dass sie ihn beklaut haben. Den Schlager hat er geschrieben, stimmt's? Dein Spitzel Max war ein Lügner und Angeber. Du mieser Schwein, du. Und jetzt raus mit dir raus. Vorsicht, alter Freund. So einfach wirst du mich nicht los. Überleg dir, wie viel du zahlen willst. Und dann? Ruf mich an. Das ist die Pension, in der ich wohne. Frag nach Fellgiebel. Herrn Fellgiebel. Schönen Abend noch. Was macht das Musical? Ich hoffe, du vergisst mich nicht, wenn du damit auf Tour gehst. Ich muss unbedingt wieder aufwachsen. Dauert noch. Ja. Wir können. Na, komm mit. Was ist? Kleines Spielchen, ne? Na komm schon, er macht auch mit. Okay. Aber wirklich, nur für eine Stunde. Natürlich, komm. Den Typ irgendwie? Das ist Viktor Schmidt. Den haben wir mal wegen schwerer Körperverletzung eingebuchtet. Wer ist da? Brockmüller, Kriminalpolizei. Oh, Frau Beck. Das ist aber schön, dass wir uns so bald wiedersehen. Warum? Ja, wenn Sie uns doch auf die alten Tage noch erlauben wollen, Sie sind nur meine Augenweide. Eigentlich wollten wir Herrn Markowski sprechen. Ja, aber es geht nicht. Der ist mit Max Zeller befreundet gewesen, nicht? Oder sind wir da falsch informiert? Nein, nein. Nur, er hat sich eben erst hingelegt. Er hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Tut mir leid. Ich werde ihm sagen, dass Sie ihn sprechen möchten. War's das? Ja. Ach so, noch eine Kleinigkeit. Kennen Sie einen Herrn Schmidt? Viktor Schmidt? Ja, das heißt nur flüchtig. Er arbeitet als Bote. Er hat eben ein paar Nummern abgeholt. Ja, dann wollen wir nicht länger stören. Toi, toi, toi erstmal. Machen die Tür zu, ne? Ich habe sie abgewimmelt. Ich geh unter die Dusche. Willst du alles kaputt machen? Willst du deine große Chance kaputt machen? Und meine noch dazu? Jamaika ist natürlich nicht das Billigste, was ich Ihnen anbieten kann. Das spielt keine Rolle. Und wenn's sein muss.
werde ich niemals verlieren. Diesen Traum tief in mir, diesen Traum tief in mir. Sehr gehörgangfreundlich arrangiert. Ich niemals verlieren. Nur, wie sind Sie denn hier reingekommen? Würden Sie bitte den Saal verlassen? Augenblick. Und immer gleich so abweisend. Mein Name ist Stöber, ich bin von der Kriminalpolizei und das ist mein Kollege Brockmöller. Planitz, ich muss Sie um etwas Geduld bitten. Ich habe mit Herrn von der Tann noch was zu besprechen. Uns ist alles recht. Danke. Ich hoffe, Herr von der Tann macht das Geld locker. Ich drücke Ihnen die Daumen. Ja, vielen Dank. Worum geht's eigentlich in dem Musical? Ich meine, was ist die Story? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da müssen Sie Herrn Planitz fragen. Dem gehören alle Rechte. Aber über Max Zeller können Sie uns doch was sagen. Ja, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich habe lange darüber nachgedacht. Wahrscheinlich hat er es einfach nicht verkraften können, dass Tina ihn verlassen hat. Haben Sie nicht mit ihm darüber gesprochen? Er war ja nicht mehr ansprechbar, verstehen Sie? Er war kaputt. Viel Glück. Ja, danke. Ihm ist eine wirklich wunderschöne Story gelungen. Bittersüß, wenn Sie so wollen. Die junge Frau lebt mit dem armen Schlucker zusammen. Eines Tages tritt ein reicher Kerl auf den Plan. Finanzhai, Profitgeier. Sie lässt sich von seinem Reichtum verführen, bis sie irgendwann merkt, dass sie dabei unglücklich wird und kehrt zu ihrem armen Schlucker zurück. Das ist nett. Das klingt, als hätte Herr Markowski die Geschichte von Zeller verarbeitet. Mit einem Happy End. Ich glaube, da legen Sie vielleicht ein bisschen viel in die Story rein. Max Zeller, das war ein ganz anderer Typ. Hochsensibler Künstler. Bisschen zu sensibel vielleicht. Ich glaube, er hat den Druck, ständig produktiv sein zu müssen, nicht ausgehalten. Ist deshalb ausgestiegen. Und wahrscheinlich auch vor die Hunde gegangen. Auf Friedhöfen raucht man nicht. Ja, nicht so streng. Wenn ich mal hier liege, dann darfst du ein Indianerfeuer anmachen. Rauchzeichen geben. Hauptsache, du denkst an mich. Ist eine Laus über die Leber gelaufen. Keine Sau hat sich um Max Zeller gekümmert, aber alle waren angeblich mit ihm befreundet. Und dann spielt dieses Engelsgesicht dann noch die Hauptrolle in einem Stück, wo sie bis zum bitteren Ende ihrem Freund die Treue hält. Ja, Gott sei Dank gibt es einen Unterschied zwischen der Kunst und dem Leben. Leben zählt der Erfolg. Was haben wir? Ein Haufen Dreck. Das ist alles, was wir gefunden haben. Warum suchst du denn dann überhaupt noch? Paul, ich habe einen Verdacht. Hm? Du und ich, wir suchen nur unsere Erinnerungen. Da brauche ich gar nicht zu suchen. Wenn du vor mir stehst, stehen alle meine Erinnerungen vor mir. Ist immer ein bisschen trostlos, so ein provisorisches Grab. Aber Herr Planitz wird sich darum kümmern. Naja, ich wollte einen Grabstein bestellen, aber Herr Planitz ist mir zuvor gekommen. Wahrscheinlich wollte er sein schlechtes Gewissen beruhigen. Wieso hat er ein schlechtes Gewissen? Ach was, dieser Watzke ist bei Max ein- und ausgegangen, solange er ihm seine Hits geliefert hat. Aber als Max nicht mehr konnte, da hat er sich nicht mehr blicken lassen. Ja, sicher. Ja, das ist sogar sehr spannend. Aha, danke.
Rate mal, wem die Firma gehört, die dem Max Zeller 50.000 Mark gepumpt hat. An Gerstenberg, der vom Musikanten nichts hält. Der lügt, wenn er das Maul aufmacht. Mir langt's für heute. Na, schon gelesen? Dein Freund Markowski macht ja wohl Karriere. Hier steht, dass demnächst ein Musical von ihm aufgeführt wird. Ja, hier. Klingt gut. Das andere Leben. Lass mich mal durch. Was? Was suchst du denn da? Das Notizbuch von Onkel Max hast du doch nicht etwa weggeworfen. Was Quatsch, das ist in der Schublade. Hier, lies mal. Guter Titel wäre Das andere Leben. Hast du gehört? Eine Leiche in einer Pension, wir sollen hinkommen. Ja, eine Leiche heißt immer, dass ein Mensch sowieso schon tot ist. Kommen wir wieder zu spät. Wir kommen immer zu spät. Das ist ein Beruf. Kenn ich. Den habe ich doch vor 3 Tagen befragt. An dem Kiosk, weißt du? Frech wie Rotz. Das ist ein Penner. Na, hören Sie mal. Penner kommen bei mir gar nicht rein. Der Mann hat bezahlt. Seine Habseligkeiten waren hier in dem Rucksack. Außer einem kleinen Radio nur Müll. Ich frage mich, warum den jemand erwürgt. Vielleicht haben wir es mit einem Psychopathen zu tun. Gab es nicht mal jemanden, der die Penner reihenweise umgelegt hat, um die Stadt von ihnen zu säubern? Irgend so ein Irrer? Aber der hat die Leute im Schlaf erschlagen. Ja, mit dem Hammer. Das wollen wir jetzt genau wissen. Auf geht's! Soll du auch hier rüber? Ja, stell dich damit hin. Hast du die Zentrale dran? Zentrale? Ja, wo bleibt denn der Transporter? Ja, wo bleibt der Transporter? Ja, 12 Leute! Wo bleibt das? Ja, verstanden. Danke, Ende.
So, du hörst jetzt mal mit dem Trauermarsch auf. Freunde, hört gut zu. In 5 Minuten ist euer Transporter hier. Da geht's ab ins Warme. Das kann ich ja nicht ganz voll genug. Mädchen, Verbrecher! Die wollen uns fertig machen hier. Ich will sofort meinen Rechtsanwalt sprechen, habe ich gesagt. Paul, kommst du mal? So, das ist mein Kollege Stöber. Und das ist Frau Papendonk. Frau Papendonk. Sehr angenehm. Frau Papendonk hat mir gerade erzählt, dass sie einen Mann kennt, der mit Bruno Fellgiebel befreundet ist und mit Max Zeller. Und? Hat der auch einen Namen? Dem sage ich überhaupt nichts. Du hast Schlag. Dann sagen Sie es doch mir. Na? Günther. Günther Grabert. Und wo finden wir den? Frau Papendonk, das ist wirklich wichtig. Vielleicht kann der Herr Grabert uns helfen, den Mörder zu finden. Wir wollen doch nicht, dass noch einer von Ihnen ermordet wird. Hm? Wo finden wir ihn? Nun, lassen Sie mal Ihr Mützchen in Ruhe. Der sitzt doch draußen. Aber das stimmt, was ich sage. Ich habe Bruno seit 3 Tagen nicht gesehen. Und im Hafen haben Sie nie übernachtet? Das sagte ich doch schon. Ich fühle mich nicht wohl im Hafen. Und den Nachtwächter, der auf den Abrissschuppen aufgepasst hat, haben Sie den mal gesehen? Ja, wie sollte ich denn, wenn ich nie da war? Aber vielleicht hat der Nachtwächter Sie gesehen. Den können wir hierher holen. Dann sind Sie dran, mein Lieber. Ich will Ihnen ja helfen, meine Herren. Bloß mehr als einen Verdacht habe ich auch nicht. Was denn für ein Verdacht? Nun reden Sie schon, Herr Grabert, wir tun Ihnen doch nichts. Bruno hat mir vor ein paar Tagen gesagt, dass er an viel Geld kommen kann. Aber wie, das hat er nicht gesagt. Und da habe ich mir gedacht, dass er vielleicht, jemanden erpressen wollte. Erpressen wen denn? Den Namen weiß ich nicht, aber Max Zeller hat uns mal erzählt, dass er Material gegen einen Kerl gesammelt hat, der krumme Geschäfte macht, der Geld verleiht an die Leute und die Leute dann hinterher fertig macht. Und dieser Kerl hätte auch seine Wohnung in Brand gesteckt und mit dem gesamten Material. Was denn für Material? Was soll denn das heißen? Bruno hat vom Material geredet. Vielleicht hat Bruno den Kerl gekannt und versucht, Zaster aus ihm herauszupressen. Und darum muss er dran glauben. Und vielleicht hat dieser Kerl auch Max Zeller umgebracht. Das wäre doch möglich, wäre das. Jetzt sagen Sie es nur noch, wie der Kerl heißt, und dann ist die Sache erledigt. Ja, das weiß ich doch nicht. Aber mit dem, was ich Ihnen gesagt habe, da müssten Sie ihn doch schnappen können. Ist da vielleicht eine kleine Belohnung für mich drin? Vorerst kann ich Ihnen mal freie Unterkunft und Verpflegung anbieten. Hä? Freie Unterkunft und Verpflegung. Guten Tag, Frau Beck. Ich hoffe, wir stören nicht. Doch, tut mir leid. Ah, dann müssen wir aber doch mal stören. Ich darf mal hier durchtreten, Frau Beck. Ja, Herr Gerstenberg ist nicht zufällig da? Nein, aber ich erwarte ihn jeden Augenblick. Frau Beck, hat Max Zeller Ihnen das Material über Herrn Gerstenberg gezeigt, das er gesammelt hat? Material? Was für Material? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Kann ich mich anziehen? Augenblick. Wo machen Sie denn das? Hier im Bad. Okay. Ich wollte nur gucken, ob ein Fenster drin ist. Was soll das denn gewesen sein? Ja, Material über irgendwelche Geschäfte, die Herr Gerstenberg gemacht hat. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Es handelt sich um Mord.
Möglicherweise um zweifachen Mord. Also überlegen Sie sich genau, was Sie sagen. Aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Max hat mir so etwas nie gesagt. Und ich kann mir auch nicht vorstellen. Rosilein, dein Katerchen ist hier. Was ist denn hier los? Sie sagen, Max hätte Material gegen dich gesammelt. Was? Wie bitte? Was soll das heißen? Das soll heißen, dass die Wohnung von Max Zeller vielleicht nicht zufällig abgebrannt ist. Und dass er auch nicht zufällig totgeschlagen worden ist. Gehen Sie. Ich werde meine Anwälte einschalten. Ja, das würde ich Ihnen empfehlen. Wir werden uns Ihre Beziehung zu Max Zeller sehr genau ansehen. Beziehung? Sie machen sich lächerlich. Es ist durchaus möglich, dass dieser Wirkopf sich an mir rächen wollte. Aber wollen Sie im Ernst behaupten, ich hätte ihn deshalb umgebracht? Na ja, ich bin doch kein Geldverleiher, hm? Und schon gar nicht für verkrachte Existenzen. Den Satz von Ihnen habe ich mir gemerkt. Und der war gelogen. Na und? Glauben Sie, dass ich ohne Not Auskünfte über meine Gläubiger erteile? Das war nicht ohne Not. Wir sind keine Schnüffler vom Finanzamt, wir sind Schnüffler von der Mordkommission. Das ist ein Unterschied. Wir sind hier in einem Café, sorgenfrei. Mensch, das heißt so. Du sollst den Freund von Latina Beck beschatten, den Gerstenberg. Aber das erzählen wir dir alles, wenn du hier bist. Er soll nicht so viel quatschen, er soll den Hintern heben. Nein, hier ist nichts in der Leitung. Das ist nur Paul. Also los, beeil dich. Gibt's ein Brötchen? Das ist ein Tatort und nicht das große Fressen. Es stinkt. Es stinkt nicht. Es hat 3 Mark gekostet, das Stück. Nicht gut wie von 50er. Du bist bloß ungehalten, weil deine Penner-Theorie nicht aufgeht. Wollte ich mal nicht zu früh. Herr Gerstenberg ist ganz schön ins Schleudern gekommen. Ja? Diese Lachsbrötchen sind ja nicht schlecht, aber ich mache eine Diät. Ich glaube kaum, dass wir diesen Haifisch nageln können. Das ist eine schöne Metapher. Warum fällt mir nie sowas ein? Haifische nageln. Naja, vielleicht fällt deinem Herrn Grabert ja doch noch ein, wie der Kerl hieß, von dem Max Zeller ihm erzählt hat. Lass das mal den Papa machen. Diese Schweinebauchstulle ist ja auch nicht schlecht. Was willst du denn hier? Kennst du das? Herr Grabert. Kannst du die Schuhe nicht zu Hause putzen? Wann bin ich denn zu Hause? Ja, Grabert, sieht nicht gut aus für dich. Setz dich. Wieso? Wieso denn dann? Soweit wir bis jetzt wissen, hast du sowohl Max Zeller als auch Bruno Fellgiebel umgebracht. Sie sind wahnsinnig. Max Zeller hat dir und deinem Freund Bruno von dem Mann erzählt, der seine Wohnung angesteckt hat, nicht wahr? Und das hat dich auf die Idee mit der Erpressung gebracht. Du hast Max Zeller totgeprügelt und ins Wasser geworfen. Und dann hast du auch noch deinen Freund Bruno erwürgt, weil du allein den Reibach machen wolltest. Aber das ist doch nicht wahr. Das stimmt doch alles nicht. Ja, dann sagen Sie uns doch mal, was stimmt. Sonst wird es nämlich bitter für Sie, Herr Grabert. Den Mann Max, den Bruno totgeschlagen. Was? Ich verstehe Sie nicht. Lauter. Der Max. Der hat Bruno totgeschlagen. Ich wollte es ja nicht sagen, weil das war ja auch mehr ein Unfall. Max hat uns genervt mit seinem Radio und dieser blöden Schlagerparade. Ich meine, mir hat es ja nichts ausgemacht, aber Bruno konnte es nicht ertragen. Und da hat sich meine geschmiert. Max ist auf den Hinterkopf gefallen und einfach liegen geblieben.
Und dann seid ihr auf ihm rumgetrampelt. Nicht ich. Bruno ist ja auch nicht auf ihm herumgetrampelt. Er hat ihn getreten. Ja, ist schon gut. Ich habe doch versucht, ihn wiederzubeleben. Aber er hat überhaupt keinen Muckser mehr gemacht. Ach so, Bruno war der Bösewicht und du warst der verhinderte Lebensretter. Da kommen mir ja gleich die Tränen. Und wer hat Bruno umgebracht? Das habe ich doch schon gesagt. Dann sagen Sie es doch noch mal. Na, der Kerl, der die Wohnung von Max zum Brand gesteckt hat, wer denn sonst? Ich kann es ja nicht beweisen, aber wenn Bruno... Wie heißt der Kerl? Scheiße, jetzt fängt er schon wieder damit an. Ich weiß es doch nicht. Max hat mir doch den Namen nicht gesagt. Achim, was ist dir denn passiert? Siehst du doch. Ich bin zusammengeschlagen worden. Wer war das? Ich hab sie nicht gesehen. Sie haben mir was über den Kopf gezogen. Aua! Aber die müssen doch einen Grund gehabt haben. Ja, klar. Sie haben mir das Notizbuch von Onkel Max abgenommen. Willst du nicht zur Polizei gehen? Polizei? Wenn sie Malkowski verhaften, platzt das Musical. Wenn ich sie keine müde mag, lass das lieber. Gib mir einen Schnaps. Ja, ich observiere diesen Gerstenberg. Er hat sich mit Viktor Schmidt auf seiner Yacht im Hafen getroffen. Er ist jetzt am Großneumarkt. Geht in die Kneipe bei Manni, das ist ein Spielertreff. Ende. Machen Sie mir ein Bier, bitte. Danke. Morgen, Herr Hauptkommissar. Na, auch schon im Dienst? Entschuldigung, ich hab verpennt. Mach doch nichts. Lass die anderen auch mal was für dich tun. Ich lese zum Beispiel deine Akten. Hast du auch was zu gucken? Ah, nur sei mal ein bisschen kommod zu unserem Kollegen. Rate mal, was der für uns rausgefunden hat. Sag schon. Gestern Abend hat Herr Gerstenberg sich mit unserem Musical-Komponisten getroffen. In einer Zockerbude, in der dieser Komponist aus- und eingeht. Na und? Und das war noch nicht alles. Vorher hat Herr Gerstenberg den Herrn von der Tann besucht. Der tritt als selbstständiger Makler auf. Und nun rate mal, wem seine Firma gehört. Ah. Richtig. Auch in diesem Unternehmen hat Herr Gerstenberg das Sagen. Von der Tann, ist das nicht der Typ, der das Musical von dem Markowski finanzieren soll? Ja, der ist es. Weißt du, mir geht das Wort Materialsammeln nicht aus dem Kopf. Die beiden machen krumme Geschäfte. Das ist doch Quatsch. Wieso?
Tina Beck ist doch die Freundin von Gerstenberg. Warum soll er sie nicht fördern und ein bisschen Geld in das Musical stecken? Ach, das ist immer deine primitive Logik. Was spricht gegen ein schmutziges Geschäft zwischen Gerstenberg und Markowski? Was denn für ein Geschäft? Immer kommst du mit solchen blöden Fragen, ja? Ich bin ganz dicht an der Lösung und du... diesen Komponisten ausquetschen. Der ist im Dauerstress. Der bringt es fertig und knickt ein. Deswegen hat er sich auch mit Gerstenberg in dieser Spelunke getroffen. Denkst du auch so wie ich? Ja, klar. Ah, das ist gut, das beruhigt mich. Dann häng dich mal gleich an den Komponisten dran. Jetzt, sofort. Ich? Ich muss irgendwann mal pennen. Pennen kannst du, wenn du so alt bist wie wir, ne? Rocky? Seh dich immer noch hier rumstehen. Und tschüss. Faule Sau. Sag mal, konnten wir das nicht im Casino besprechen? Hör mal, da sitzen wir doch jeden Tag. Die Alster friert nur alle 10 Jahre einmal zu. In der Bude wird praktisch alles gespielt, womit du die Leute ausnehmen kannst. Poker, 17 und 4, Baccarat, Würfeln, nur kein Roulette, das ist wohl zu aufwendig. So, und? Kannst du die Spelunke umdrehen? Ja, auf sicher. Den Kopf stellen? Klar kann ich das. Aber das möchte ich gar nicht nur aus dringendem Anlass tun. Wir haben mehr davon, wenn wir sie weiter observieren. Ich hab doch gesagt, es ist dringend. Wann soll das stattfinden? Also, sobald unser Vogel eingeflogen ist. Vielleicht schon heute. Na? Na? Also, okay. Herr Brocki, ich nehme noch ein Fischbrötchen. Freust du dich, dass es endlich mal wieder eine Bambule gibt? So, Feierabend, meine Herren. Was geht auch für die Damen? Alle bleiben sitzen. Alle die Hände auf den Tisch. Das kannst du gleich wieder rausnehmen. Und die Hände auf den Tisch. Die auch. Genau. Der mittellose Erzähler. Wer hätte das gedacht? Hände da raus. Was hat sie denn so abgeschabt, Herr Zeller? Und unser Freund Viktor. Wenn ich mich nicht irre, bist du bloß auf Bewährung draußen. Das Geld kannst du gleich am Arsch. Das sind böse, hässliche Worte, die wirst du noch sehr bereuen. Diesen Herrn könnt ihr gleich in euren Autobus einsperren. Und den Abgeschabten noch dazu. Hey. Ah, Herr Markowski. Das tut mir ja nun leid. Hoffentlich kommen Sie mit Ihren Terminen nicht in Schwierigkeiten. Der Kollege da hinten ist ganz verrückt darauf, den Laden hier ein bisschen auseinanderzunehmen. Können Sie nicht ein Wort für mich einlegen? Ein Wort gibt das andere. Was halten Sie davon? Ja. Ich mache hier hin und wieder mal ein Spielchen hier. Und Viktor Schmidt, den kenne ich von einer Tournee. Er arbeitet gelegentlich als Rodi. Aber das ist auch alles, was ich weiß. Was hat denn der Herr Gerstenberg hier gesucht? Herr Gerstenberg? Mit dem haben Sie sich doch gestern hier getroffen. Also, überwachen Sie mich? Wir bleiben einfach immer auf dem Laufenden. Naja, also Herr Gerstenberg kam hier vorbei, hat ein paar Fragen gestellt über das Musical. Er will sich eventuell an der Produktion beteiligen. Aber das tut er nicht meinetwegen. Für Tina. Und wann hat Max Zeller Ihnen das Material gezeigt? Das er über Gerstenberg gesammelt hat. Wieso, welches Material? Material, was für Herrn Gerstenberg sehr unangenehm werden könnte. Das höre ich zum ersten Mal. Und Sie können sich auch nicht vorstellen, wer Max Zellers Wohnung angezündet hat? Die Frage verstehe ich nicht. Ich dachte, die Polizei hätte festgestellt, dass er selber dran schuld war. Zweifeln Sie daran? Ja, wir zweifeln daran. Ne? Lassen Sie das Geld mal liegen, das wird noch fotografiert und so weiter. Sie kriegen es wieder. Ja gut, also dann. Also erstmal vielen Dank. Erstmal, ja. Kriegen Sie wieder. Tschüss. Okay. Tschüss. Wir melden uns wieder. Beim nächsten Mal fällt er um. Oder auch nicht. Was machen wir jetzt? Jetzt können wir uns den Rest der Nacht mit Viktor Schmidt und Achim Zeller um die Ohren schlagen. Das können wir doch morgen früh machen. Ihr habt die Schnauze frei. Ich auch. Trinkst ein Bier mit mir? Gut, ich nehme. Noch bessere Aufnahmen von Zeller, aber immerhin. Mundgeblasene Musik. Wenn du heute den Techno-Schrott hörst. Techno lasse ich nur bei meinem Zahnarzt spielen, damit ich den Bohrer nicht höre.
das bekannt vor? Und wie? Einen Augenblick bitte, das werden wir gleich haben. Bei diesem Sender geht nämlich im Prinzip so gut wie nichts verloren. Da denken die Leute immer, hier werden bloß Schallplatten aufgelegt. Witzig, haha. Sag mal, Sissy, hast du vielleicht die Hitliste von vergangener Woche aus meinem Fach genommen? Könnte das sein? Was soll ich denn damit? Wenn sie nicht in der Ablage ist, dann hast du sie verkramt. Ich habe hier gar nichts verkramt, aber irgendjemand hat seine Finger ins Zeug gesteckt. Darf ich mir bitte mal hier doch mal rüber gucken? Bitte schön, hier ist sie ja. Markowski, das andere Leben. Das war wirklich auf Platz 1. Na klar, von Null in die Spitze, das war doch die Sensation. Ich könnte mir vorstellen allerdings, dass Sie in Ihrem Alter diese Art von Musik nicht mehr so häufig hören. Och, wenn Sie die in Ihrem Alter noch häufig hören, hören wir die in unserem Alter auch noch häufig. Wann ist denn das gesendet worden? Das muss ziemlich zum Schluss der Sendung gewesen sein, als ultimativer Höhepunkt. Ich schätze mal kurz vor 6. Die Sendung aufgezeichnet worden? Na klar, hier geht alles verloren. Sissy, suchst du bitte mal das Band mit der letzten Hitparade raus? Ja, Gott sei Dank, wir dachten schon, das wäre in Ihren Unterlagen. Bisschen jünger sieht er ja aus, aber ich wette, der ist genauso alt. Tschüss. Na, Sie kennen das Lied? Ja. Und woher? Ja, das war bei der Schlagerparade von... der ich Ihnen erzählt habe. Mit der Max Zeller dich und deinen Freund Bruno genervt hat? Nein, nicht mich, mein Gott. Das habe ich Ihnen schon so oft gesagt. Bruno konnte das nicht vertragen. Er hat... Schon gut. Was hat denn Max Zeller dazu gesagt? Ja, der hat gesagt, der Schlager ist von ihm. Der Max. Der Max, der war nun mal ein großer Spinner. Das hatte doch kaum angefangen, da hat er gesagt, ich hab das geschrieben. Naja, deshalb hat doch die ganze Schlägerei angefangen. Bruno hat Max ausgelacht und dann ging's los. Und dann, ich bin doch sofort dazwischen. Aber Bruno war wie wild, wild war der. Gut. Also nur ist wirklich gut. Also wer tut man nicht auch noch gleich so wild, du? Ja, das andere Leben ist wirklich ein guter Song. Aber ob es bei Markowski reicht für ein ganzes Musical? Hm? Warum nicht? Ja, du, der hat schon lange nicht mehr auf die Beine gebracht. Nicht vernünftig ist auf jeden Fall. Und ich habe gehört, er möchte die ganzen Texte selbst schreiben. Und das traue ich ihm gar nicht zu. Wie war denn das mit Max Zeller? Der Max? Ach, der Max, der konnte alles. Der sieht doch aus wie Bill Ramsey. Der spricht so. Wenn er einen Text gebraucht hat, dann hat ihn selber geschrieben. Und das waren erstklassige Texte. Warte Sekunde, Moment. Ja, da. Schau mal, das hat er da drüben in der Ecke geschrieben und mir nachher geschenkt. Erinnert ihr euch an den Song? Ja, ja. Kannst du mir das mal leihen, zu treuen Händen? Ja, klar, bitte. Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Ich habe morgen wieder eine Aufführung. Ja, ja, Herr Markowski. Aber wir sind auch nicht zum Spaß hier. Wir müssen Mörder fangen. Und wenn wir die nicht fangen, dann stehen wir morgen wieder als dumme Polizisten in der Blödzeitung. Das mag schon sein, aber was habe ich damit zu tun? Was erlauben Sie sich? Herr Markowski, schreiben Sie in zwei verschiedenen Handschriften. Bitte geben Sie, nehmen Sie bitte die Hand weg. Sie machen Sie doch strafbar. Ich mache mich nicht strafbar. Aber das ist Ihnen doch klar, oder? Herr Markowski, kennen Sie das? Das ist ein Originalmanuskript von Max Zeller.
Das zeigen wir unserem Graphologen und vergleichen das mit allen Ihren Manuskripten. Ja, ich gebe es zu. Ich habe ein paar Skizzen von Max Zeller in meinem Musical verarbeitet. Ach was, das ganze Stück ist von Zeller. Hier haben Sie von 16 Takten einen einzigen Akkord geändert. Da hätte ich den Quart 6 stehen lassen. Sind Sie auf die Tonika zurückgegangen? Naja, ist Geschmackssache. Was denn, Sie verstehen was von Noten? Ja, wir sind quasi Kollegen. Allerdings haben wir weniger Erfolg als Sie. Sonst hätten wir längst bei der Polizei gekündigt. Ja. Bitte, dann verstehen Sie doch, dass ich nicht wollte, dass dieses fantastische Stück auf dem Müll landet. Max Zeller war fertig. Er konnte die Partitur gar nicht mehr zu Ende bringen. Wollte er auch gar nicht. Er hat ja nur noch von Selbstmord geredet. Und ich fühlte mich verantwortlich für dieses Stück. Und deshalb haben Sie sein Manuskript gestohlen, ne? Dann haben Sie seine Wohnung in Brand gesteckt, damit keiner was merkt. Ich muss mit meinem Anwalt reden. Und als dann Bruno Fellgiebel auftauchte und Sie erpresste, haben Sie dafür gesorgt, dass er nicht mehr reden konnte. So, sind Sie verrückt geworden? Ich habe doch diesen Penner nicht umgebracht. Vielleicht hat das Ihr Freund Viktor getan. Gegen Bezahlung natürlich. Und das hat Herr Gerstenberg bezahlt. Ihr Freund und Sponsor. Hm? Er simuliert. Er simuliert nicht. Kennen Sie den Mann? Nein. Und wenn Sie mich jetzt nicht endlich mit meinem Anwalt zusammenbringen, dann kann sich ihr blaues Wunder erleben. Viktor, kennen Sie ihn? Auch wenn ich mich wiederhole. Leck mich am Arsch. Drei Monate extra. Sorge ich für. Sich reingelassen. Ich bin eine Freundin von Herrn Markowski. Herr Markowski braucht absolute Ruhe. Und das bleibt auch noch ein paar Tage so. Sie können morgen anrufen und fragen, wie es ihm geht. Wollt ihr mir hier was vorfressen, oder was? Du kommst nur auf die fiesesten Ideen, Mann. Du weißt doch, was wir von dir wollen. Erzähl uns, wozu Herr Gerstenberg dich engagiert hat, und du kriegst freiwillig von mir die Hälfte dieses Würstchens. Wie ist denn das Kotelett, Kollege? Sehr gut. Aber der Kartoffelsalat ist besser. Ja, den hätte ich auch lieber nehmen sollen. Wobei, das Würstchen ist nicht schlecht, aber die Fritten sind nicht so hundertprozentig frittig, verstehst du? Das ist die kleine Rothaarige. Die meint das mit dem Fett manchmal ein bisschen zu gut. Wieso habt ihr eigentlich Achim Zeller laufen lassen? Den hättet ihr mal in die Mangel nehmen sollen. Der kann ja reden. Habt ihr schon mal nachgedacht, woher er das Geld zum Spielen hat? Woher hat er es denn? Von eurem feinen Herrn Gerstenberg. Und soll ich euch noch was verraten?
Achim kann seine Schulden nicht bezahlen. Deswegen würde er alles für den tun, nur damit er ihn in Ruhe lässt. Struve! Ja? Warum bist du noch nicht im Bett? Die haben gerade im Labor festgestellt, dass die Textilfasern unter Fellgiebels Fingernägeln von einer Jacke stammen, die ich beschlagnahmt habe. In seiner Wohnung. Tja, Viktor. Das war dein großer Fehler. Das bin ich blöd! Hände hoch! Los, runter! Doch, ein Scheiß! Waffen auf den Boden und Hände hoch! Hallo, schlaf dich ein dabei! Hat er eine Geisel? Wen? Ja, nicht schießen, dranbleiben. Ja, ich veranlasse alles Erforderliche. Danke. Lieber Herr. Struve, ich habe eine Idee, wo wir ihn finden können. Ja. Wir brauchen einen Wagen. Ja, Struve, ich höre. Struve, hör mal gut zu. Kein Zugriff. Du wartest, bis wir da sind. Wir haben dich in der Funkpeilung, wenn du verstehst, was das ist. Warum hast du nicht auf deinen Chef gehört und bist ins Bett gegangen? Los hoch, Handschellen! Mach keinen Quatsch! Die anderen sind gleich hier, du hast keine Chance. Wo ist mein Kumpel? Den habe ich nach Haus geschickt. Du reichst mir! Los, runter vom Schiff! Darüber! Ganz langsam die Waffe hoch, es ist Feierabend. Kann es sein, dass du ein rechter Wildfang bist? Ich weiß, ich hätte auf euch warten sollen. Was wolltest du denn auf dem Schiff, Viktor? Wolltest dich mit Gerstenberg treffen, hm? Quatsch, ich hab Kohle gesucht. Wozu? Wozu? Zum Abhauen. Da denkst du nun ein ganzes Leben, du kannst uns für dumm verkaufen. Und am Ende bist immer du der Dumme. Komm, erzähl uns die Gerstenberg-Geschichte nochmal, aber diesmal in der richtigen Version. Was gibt es denn noch so Wichtiges? Wissen Sie, dass Herr Markowski ein ausgewachsenes Plagiat begangen hat? Sind Sie noch bei Trost? Dieses Musical stammt von Max Zeller. Herr Markowski hat ihm die Partitur gestohlen, seine Wohnung in Brand gesteckt, um die Spuren zu verwischen. Das hat er uns gestanden. Um Gottes Willen. Moment. Kinder, mach doch mal eine Kaffeepause. Tina kann sich schon umziehen. Ich sag dann Bescheid. Ich kann es einfach nicht glauben.
Ich weiß nicht, was er Ihnen gesagt hat, aber Sie wissen, dass er völlig überdreht ist. Ich meine, wenn das stimmt, dann wird das Musical natürlich unter Zellers Namen laufen. Hat er denn völlig den Verstand verloren? Ist Ihnen ein Mann namens Bruno Fellgiebel bekannt? Fellgiebel? Nie gehört. So, darf ich da mal bitten? Frau Buttgereit. Frau Buttgereit arbeitet in der Gaststätte zum Tracker. Kennen Sie diesen Mann? Klingt ja nicht. Der hat nach Bruno gefragt, nach Bruno Fellgiebel. Mhm. Dann haben die sich unterhalten. Und danach habe ich gesehen, wie er Bruno Geld gegeben hat. Vielen Dank. Warten Sie noch einen Augenblick draußen? Danke. Also schön. Ja, dieser Penner hat mich angerufen. Hat mir eine wirre Geschichte erzählt von seinem Freund Max Zeller. Irgendwelches konfuses Zeug. Ich habe ihm nicht geglaubt. Es tut mir leid. Habe ihm einen Schein gegeben und bin gegangen. Und zwei Tage später ist Bruno Fellgiebel der Nacken gebrochen worden. Wollen Sie mir etwa einen Mord anhängen? Nein, nein. Das würden Sie natürlich nicht tun. Bin ich nicht so sicher. Sie würden den Mord anstiften und den Mörder bezahlen. Hm? Ich muss mir das hier nicht anhören. Sie werden von meinem Anwalt hören, meine Herren. Einen Augenblick noch, Herr Planitz. So, bitte. Viktor. Was ist? Kennst du diesen Mann? Spart euch das Affentheater. Na, Herr Planitz? Was wolltet ihr doch hören? Jetzt sitzt du genauso in der Scheiße wie ich, du Schweinehund. Ich hab dir gleich gesagt, es ist ein Fehler, Bruno umzubringen. Aber du hast es ja gewollt. Eins schwöre ich dir, wenn meine Aussage protokolliert ist, bist du genauso dran wie ich. So, ist gut, komm raus. Wissen Sie eigentlich, was Sie da zerstören? Ja, das begreifen Sie natürlich nicht. Sie zerstören ein Werk, das vielleicht in die Theatergeschichte eingegangen wäre. Das ein Welterfolg hätte werden können, das Millionen von Menschen beglückt hätte. Glauben Sie nicht, dass so ein Werk das Leben eines Penners wert war? Nee, kommen Sie. Kommen Sie, vorwärts. So. Ob die uns zur Premiere eingeladen hätten? Der Zwoki passt dir doch sowieso nicht mehr. Da hätte ich mir extra einen nagelneuen Frack bauen lassen. Da hättest du alt ausgesehen neben mir, mit einer dämlichen Schiebermütze.